Heute sind wir unterwegs nach Andermatt. Wir wollen den neuen Lawinenrucksack von Scott testen. Aber nicht nur. Wir nehmen das zum Anlass, uns grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die modernen Rucksäcke werden nämlich immer besser, sodass sich die Frage stellt, ob sie bald zur Standardausrüstung abseits von der Piste gehören, wie LVS und Schaufeln. Aber wir wollen trotzdem auch noch die Frage aufwerfen, ist es wirklich nur ein Vorteil? Mal schauen, was wir dabei herausfinden. Man spürt den Fang nicht mehr viel vom Zusatzgewicht des Airbags und das Packvolumen ist auch in Ordnung. Hier in Andermatt waren Lawinenrucksäcke schon immer präsent. Praktisch jeder Freerider, den wir antreffen, hat einen am Rücken. Es spricht auch vieles dafür. Trotzdem wollen wir wissen, ob man sich am Ende nicht auch in einer falschen Sicherheit wendet und dann das Risiko steigert. Nein. Es ist immer die nötige, in meinem Alter natürlich, ist die nötige Vorsicht. Aber ja, ich gehe schon eher an die Grenze, aber nicht weil ich diesen Rucksack habe. Vorher auch schon? Ja. Ich würde mich jetzt ohne Unwohl fühlen. Schon? Also, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, ohne irgendwie umzufahren. Auch ohne Pizza oder so. Das fühlt sich irgendwie nackt an. Ich verkaufe mich dort. Ist das Gefühl, es könnte auch sein, dass es vielleicht auch unterbewusst die Risikobereitschaft ein bisschen steigert? Das würde ich jetzt nicht sagen. Bei mir sicher nicht. Wie ich komme von Andermatt. Ich kenne alles. Und ich weiss eigentlich, sicherheitsmässig schon x Jahre, als ich da dabei bin, beim Skifahren, dass ich nicht so Risiko mehr eingehe als früher, wo man das noch nicht hatte. Ich glaube, mit dem Lawinenrucksack, das bringt sicher eine gewisse mehr Sicherheit, das bringt sicher etwas, das kann man nicht bestreiten. Die Frage ist, wie Leute reagieren auf das. Geht es im hohen Risiko oder weniger Risiko? Aber ich glaube, was wirklich der wichtige Punkt ist, ist, dass Leute wissen, was sie hat für Sicherheitsrüstung und was für Risiko sie geht ein. Bedingungen sind gut. Allerdings hat es neue Schnee gegeben, der mit dem starken Wind verfrachtet wird. Was uns selber betrifft, so sind wir alle drei oft abseits von der Piste unterwegs. Bis jetzt aber alle ohne Lawinenrucksack. Wir tragen ihn heute zum ersten Mal. Es hat immer wieder Schneeablagerungen gegeben, die leicht abgleiten, wie man hier gerade sieht. Auch so kleine Schneebretter können gefährlich sein. Wir sind auf der Hut. Schließlich stehen wir an einem Hang, der von der Neigung und Exposition her ein Lawinenpotenzial hat. Wir stufen es aber als nicht sehr groß sein. Die Entscheidung fällt schnell. Da gehen wir jetzt einfach mal. Das ist nur so scheiße. Es ist ein grosser Genuss, hier im stäubenden Pulver runterzufahren. Aber ist es auch die richtige Entscheidung gewesen? Wenig später fahren die beiden anderen hinterher. Und dann passiert's. Dann ist es dunkel geworden. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass ich so einen Lawinenrucksack hatte. Und ich habe gesucht, aber ich habe den Griff eigentlich gar nicht gefunden. Es war ein kleines Schneebrett und es ist nichts passiert. Aber zu denken gibt es uns trotzdem. Wären wir dort auch runtergefahren, ohne den Lawinenrucksack? Für mich war das erste Mal so ein Lawinenrucksack anzuhaben. Ich muss sagen, die Sicherheit, die zusätzliche, die ist durchaus vorhanden. Aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass man nicht vielleicht auch unterbewusst doch ein bisschen höheres Risiko eingeht. Und vor allem denke ich, was man sicher muss geübt haben, wie wir es ja gesehen haben, man muss eigentlich wissen, wo der Hebel ist, dass man ihn auch findet, wenn man ihn mal ziehen will.